Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Spektakuläre Schornsteinsprengung in Merane. AfD stellt Kandidaten für Finanzbürgermeister und Theaterblauen Zwickau, es geht wieder los. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu Tag aktuell vom Mittwoch. In Zeiten von Covid-19 war es heute für viele Bürger von Merane sicherlich eine willkommene Abwechslung, bei der Sprengung eines 45 Meter hohen Schornsteins dabei zu sein. Bevor es losging, nutzten wir direkt vor Ort die Gelegenheit, mit Bürgermeister Professor Dr. Lothar Ungere ins Gespräch zu kommen. Ja, wir haben einen der letzten großen Schornsteine, der gesprengt wird in seiner ganzen Länge, 45 Meter. Und das ist immer spektakulär, wobei dieses Mal die Besonderheit darin besteht, dass dieser Schornstein nicht in der Höhe abgesprengt wird und dann in sich zusammenfällt, sondern der Sprengmeister hat sich überlegt, ihn wie einen Baum zu fällen. Es wird eine Kerbe quasi gesprengt, ähnlich wie beim Baumschlag. Und dann soll der Schornstein in seiner Länge quasi in das sogenannte Fallbett fallen, das gerichtet ist, und dann ist das Spektakel vorbei. Wir sind hier am Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei. Es ist ja das Einzige, dass dieser Turm hier oder dieser Schornstein noch steht. Was war denn früher hier? Also wir hatten jetzt hier ein Gesamtgelände, Betriebsgelände von 32.000 Quadratmeter. Es waren ca. 12.000 Quadratmeter bebaut mit Verwaltungsgebäuden, mit den Produktionsgebäuden, Chathallen. Die Kammgarn ist ja sehr traditionsreich, seit 1882 unterwegs und ist nach der Wende 1990 wie viele Textilunternehmen nicht mehr auf die Beine gekommen. Es gehörte einem französischen Anteilseigentümer, von dem wir es nach langen Verhandlungen erworben haben, um es im Rückbau zuzuführen. Also insofern endet auch hier ein Stück große Tradition. Die Kammgarn war sehr erfolgreich mit ihren Produkten im Garnbereich. Die Beräumung des Geländes ist quasi der letzte Akt dieser traditionsreichen Geschichte. Gibt es denn schon Pläne, wie man das Gelände zukünftig nutzen will? Wir haben eine tolle Förderung über den Europäischen Fonds für Regionalentwicklung durch den Freistaat Sachsen erfahren. Das heißt, wir erhalten ungefähr 1,5 Millionen Fördermittel für den Rückbau und im Nachgang wird die Fläche in Wert gesetzt. Sie wird entwickelt als Märchenwald, der sich hier angrenzt, wo die Meraner Bäumchen pflanzen und bildet quasi einen neuen Grünzug, der dann bis in die Innenstadt geht. Und im Seitenstreifen werden circa 7 bis 8 Parzellen errichtet für Einfamilienhausbau, sodass quasi hier auch eine sinnvolle Nachnutzung im Sinne der CO2-Entwicklung ist. Und andererseits wohnt man hier künftig quasi am Waldrand. Und Sie haben wieder was Gutes für Ihre Stadt getan. Ja, wir sind ja sehr dahinterher. Das ist jetzt die 11. Brache, die wir fast fertig haben. Und unser Meisterstück, die 12., zeichnet sich ja ab mit Drefs und ehemalige technische Textilien. Das gibt auch noch ein Stück, aber das beginnt so irgendwann dann Ende des Jahres mit dem Rückbau. Herr Dr. Ungerer, abschließende Frage. Wie sehen Sie die derzeitige Situation für die Wirtschaft hier auch in Merane? Was wären Ihre ganz speziellen Wünsche? Also wir sind sehr zuversichtlich, wie alle Unternehmen zuversichtlich sind, und wir stehen und leben mit der Elektromobilität des Werkes in Zwickau. Das ist ein toller Zug, den VW hier vorgesehen hat und auch ihn durchzieht, und das bringt für die Region wirklich neue Impulse. Wir haben ja eine ganze Reihe neuer Firmen jetzt hier mit angesiedelt für die Region. Und also mir ist es da nicht Angst und Bang, wir werden Corona überstehen. Das ist eine Naturkatastrophe. Am Ende ist es aber nicht wie nach einem Krieg. Es sind alle Produktionsanlagen da, die Leute sind da, die Arbeitskräfte sind da. Also muss man jetzt einfach durch. Und da ist es mir nicht bange angesichts der Kraft, die Region wirtschaftlich hat. Vielen Dank für diesen optimistischen Ausblick. Alles Gute. Ja, danke Ihnen. Ja, und jetzt warten wir mal ab, was jetzt passiert.
Nach nunmehr 12 Jahren erfolgreicher Arbeit im Amt wird der Zwickauer Finanzbürgermeister Bernd Mayer im Sommer in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Selbst seine politischen Gegner haben ihm Achtung und Respekt gezollt. Und nicht bloß wegen fachlicher Kompetenz. Für einen Nachfolger in diesem weit gefächerten Amt liegt also die Messlatte ziemlich hoch. 5 Kandidaten der verschiedenen Fraktionen haben für die morgige Sitzung des Stadtrates ihren Hut in den Ring geworfen. Andreas Gerold von der AfD ist einer von ihnen. Wir haben ihn nach seinen Motiven gefragt. Mein Name ist Andreas Gerold. Ich stamme aus Merane und bin 1963 geboren, also jetzt 57 Jahre alt geworden, gerade in dieser Zeit. Und man hat früher schon immer auf Zwickau geschaut als die Stadt, die große Stadt in der Umgebung. Und genau deshalb finde ich das ganz hervorragend, dass die Möglichkeit mir gegeben wurde, sich um diese Stelle zu bewerben. Einfach auch nicht nur für die Zwickauer, die wahrscheinlich immer hier wohnen, immer hier leben und das gar nicht so erkennen, sondern auch ringsrum. Alle schauen auf Zwickau. Es geht nicht nur um die 80.000 oder 85.000, die in Zwickau wohnen, sondern das sind viel, viel mehr, die auf Zwickau schauen, die das als ihr Zentrum sehen. Und es ist halt eine super Sache, wenn man in der Stadt arbeiten kann und in der Stadt Verantwortung tragen kann, die man als das große Zentrum in der Nähe sieht und die auch vielen bieten kann. Vom Sport über Kultur, über das gesellschaftliche Leben, also da braucht sich Zwickau nicht zu verstecken. Und für mich wäre es eine Riesenherausforderung, eine ganz große Ehre, diese Stelle bekommen zu können. Zwickau hat gegenwärtig eine Haushaltssperre und angesichts der Einbrüche in der Wirtschaft kann zukünftig keiner mit sprudelnden Steuereinnahmen rechnen. Was macht dieses schwierige Amt für Sie deshalb trotzdem so erstrebenswert? Also in guten Zeiten ist es wahrscheinlich, ich will nicht sagen einfach, aber leichter, so eine Stelle zu besetzen. Jetzt kommen natürlich die Herausforderungen auf alle hinzu und es ist natürlich extrem wichtig, diese Phase, die wir jetzt haben, mit der Haushaltssperre zu überwinden, weil ganz einfach auch die demokratische Arbeit beeinträchtigt wird. Die Stadträte können ja kaum was entscheiden, wenn die Gelder so knapp sind. Und hier drin liegt eigentlich die ganz große Verantwortung, die ganz große Aufgabe, im Prinzip auf einmal sparsam zu arbeiten und auf der anderen Seite auch die sozialen und Aspekte dieser Stadt zu berücksichtigen und die Errungenschaften, die der Herr Mayer hier mitgegeben hat, einfach zu erhalten. Obwohl man wissen muss, dass natürlich der Finanzbürgermeister in den nächsten 7 Jahren nicht derjenige ist, der hier die ganz, ganz guten Nachrichten verteilen wird. Sollte Ihnen morgen der Stadtrat das Vertrauen schenken, was würden Sie angesichts der aktuellen Krise an erster Stelle Ihres Arbeitsprogrammes setzen? Also wichtig und das allererste wäre zu schauen, ob man es schaffen könnte, aber das wäre ganz schwierig bis zum Jahresende die Haushaltssperre zu beseitigen. Wir haben einfach eine Monoindustrie mit VW, dass dort stabile Verhältnisse herrschen. Das ist nicht wie heute in der Zeitung angekündigt bei den Zulieferern zu großen Entlassungen kommt, dass wir also die Arbeitslosenquote gering halten, dass wir auch andere noch in die Stadt hinzugewinnen, andere Industrien, dass wir ein bisschen gemischter aufgestellt sind. Aber das Allerwichtigste ist, die Haushaltssperre zu überwinden, dass der Stadtrat auch wieder fähig ist, zu handeln im Sinne von Zwickau. In diesen Zeiten heißt es ja immer, Solidarität zu üben, näher zusammenzurücken. Wie würden Sie das herunterbrechen auf diese Parteiarbeit hier im Stadtrat? Das Amt des Finanzbürgermeisters ist ja jetzt einmal von der Parteiarbeit abgehoben. Und es ist ganz wichtig, einfach mit allen Fraktionen zusammenzuarbeiten. Man braucht ja Mehrheiten, um Entscheidungen zu treffen. Und nach dieser schwierigen Krise ist es auch ganz wichtig, jeden mitzunehmen. Es sind verschiedene Interessen, aber grundsätzlich sollte es doch in jeder Partei so sein, Zwickau an erster Stelle. Wir sind Kommunalpolitiker, das spielt dort eine Rolle. Die große Parteipolitik sollte hinten dran stehen. Und so sehe ich das Amt auch und so würde ich das auch angehen. Für alle Fragen offen und egal aus welcher Richtung. Werbung. Was tun wir in Zeiten, die uns herausfordern? Wenn die Restaurants geschlossen sind, dann unterstützen wir sie und holen Takeaway bei ihnen. Wenn Ärzte und Pfleger kaum noch ihre Masken vom Gesicht kriegen, dann beginnen wir, Masken zu tragen. Wenn die Schwächeren unter uns bedroht sind, dann lernen wir neue Wege für unseren Alltag. Wir halten zusammen. Zusammen gegen Corona. Wir, das Laufwerk, bieten ab sofort alle unsere Leistungen ohne Aufzahlung während der Corona-Krise im Hausbesuch an. Vor allem für Risikogruppen, also ältere Personen und Personen mit kritischen Vorerkrankungen.
Auf unserer Fußambulanz haben wir alle technischen Voraussetzungen, um Sie vor Ort versorgen zu können. Vom Fußscan bis zur Anpassung von Einlagen, Maßschuhen, Abänderungen an Schuhwerk und Ausliefern von Verbandsschuhen und Bandagen. Diesen Service bieten wir natürlich nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Altenheime, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, besonders auch für müde Füße unserer Ärzte und Pflegekräfte. Auch Patienten, welche noch kein Rezept vom Arzt haben, beraten wir gern. Informationen erhalten Sie unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Die Kanzlei für Wirtschaftsrecht geht neue Wege. Digitalisierung heißt das Zauberwort. Legal Tech hält Einzug in die Kanzlei für Wirtschaftsrecht. In Zeiten, in denen persönlicher Kontakt möglichst vermieden werden sollte, bieten unsere Fachanwälte einen zusätzlichen Service an. Mit einem Online-Mandat bieten wir an, einfach und schnell Ihr Anliegen in einem Kontaktformular zu beschreiben und das Dokument hochzuladen. Das geht bequem von zu Hause aus. Unsere Anwälte nehmen sich mit hoher Kompetenz unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung Ihrem Fall an und beraten Sie telefonisch, ganz ohne persönlichen Kontakt und doch persönlicher Beratung. Rechtsanwaltskanzlei Schlichter. Die Kanzlei an Ihrer Seite. Homecare Service Treitschke. Wir sind in Zeiten von Corona für Sie da und produzieren wiederverwendbare Nasen- und Gesichtsmasken. Alle weiteren Infos erfragen Sie bitte in unserer Zentrale. Homecare Service Treitschke. In Zeiten von Corona Ihr zuverlässiger Partner.
Hallo, ich bin der Tito. Ich bin seit 3 Jahren im Sportpark Zwickau. Das alte Studio war schon nicht schlecht. Das neue hier ist richtig geil. Bei dem Umbau ist es richtig schönes Fitnessstudio geworden. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Es geht wieder los. Das Theater Blauen-Zwickau startet ins Sommertheater. Nach wochenlanger Zwangspause freuen sich alle Mitarbeiter, insbesondere die Künstler, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Wie das im Einzelnen funktioniert und worauf sie sich freuen können, das erfahren Sie gleich im Anschluss von Roland May, Generalintendant und Schauspieldirektor des Theaters Blauen-Zwickau. Corona-Krise, manch einer kann es kaum noch hören, aber natürlich müssen wir uns alle damit abfinden. Ob wir nun wollen oder nicht, die Krise überschattet unser gesamtes Leben. Die Kultur war bis vor wenigen Tagen fast komplett im Winterschlaf. Mit findigen Ideen versuchten Musiker und Künstler dennoch irgendwie die Menschen zu erreichen. Auf digitalem Weg war das zum Glück möglich. Aber am Ende ist es natürlich nur ein Ersatz. Schauspieler und Musiker brauchen das Publikum und die Zuschauer eine echte Bühne. Atmosphäre, Applaus, persönliche Gespräche, das alles kann es nun unter Einhaltung der hygienischen Auflagen wieder geben. Während einige Spielstätten in Sachsen ihre Spielzeit beendeten, setzt das Theater Blauen-Zwickau auf Open Air und eine kleinere Spielstätte. Ja, das war natürlich eine sehr aufregende Zeit. Wir haben immer geschaut, welche Entscheidungen gibt die Politik vor, wie können wir hier noch ein Programm gestalten. Wir haben am Anfang geplant, noch eigene Inszenierungen zu machen hier im Haus, haben dann aber davon abgelassen. Es gab ja dann die Direktive auch aus Dresden, den Spielbetrieb zu beenden für diese Spielzeit. Wir haben uns noch ein wenig Hoffnung gegeben und die Hoffnung ist jetzt belohnt worden. Also es gab dann doch überraschend jetzt die Freigabe, dass Theater in Sachsen spielen können. Entsprechend haben wir jetzt ganz schnell umdisponiert, was nicht so einfach ist. Man muss ja gucken, Pläne müssen gemacht werden, es müssen Programme einstudiert werden, Noten müssen beschafft werden. Aber wir freuen uns jetzt sehr, dass wir noch ein Angebot für die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Ende der Spielzeit in beiden Städten machen können. Das Dürfen ist das eine und die Umsetzung das andere. So gelten unter anderem natürlich die hygienischen Vorschriften auch für Schauspieler und Musiker. Wie funktioniert das zum Beispiel mit den Abstandsregeln auf der Bühne und im Orchestergraben? Geht das überhaupt? Ja, das sind natürlich heute die Voraussetzungen. Wenn Sie spielen wollen, sowohl im Innenbereich als auch außen, gelten diese strengen Hygienevorschriften. Also wir haben uns jetzt entschieden, in den Häusern gar nicht mehr zu spielen. Es ist ja auch eigentlich die Tradition, dass wir im Sommer in unsere Sommertheater gehen. Wir werden also unter Einhaltung aller Hygienevorschriften im Parktheater hier in Plauen eine Gala kredenzen. Freunde, das Leben ist lebenswert. Dieser großartige Titel von Franz Lehár wird natürlich auch erklingen. Es wird ein Potpourri sein aus vielen Melodien, Operette, Oper und Musical. Die Solisten des Theaters sind dabei, die Clara Schumann Sinfoniker und Cosmic Light, diese tolle Band aus Zwickau, wird uns hier begleiten. Es gibt ein Vorprogramm auch im Parktheater. Beim Open Air ist vieles einfacher. Im Parktheater herrscht ausreichend Platz. Es gibt eine weitere Spielstätte, das Malzhaus. Hier wird es 2 Aufführungen geben. Das ist einmal ein musikalisches Programm. Ein himmelblauer Trabant heißt dieses Programm mit Schauspielern aus dem Ensemble, einer kleinen Band. Ja, es werden Schlager, Balladen, Songs aus der DDR erklingen. Wir haben einen weiteren Act, das ist die offene Zweierbeziehung von Dario Fo. Ein Stück im Repertoire, jetzt umgearbeitet, eine offene Zweierbeziehung in Zeiten von Corona. Wie kann das aussehen mit diesen Abständen? Das wird eine spannende Sache. Also wir haben im Parktheater 400 Plätze zur Verfügung, darüber freuen wir uns sehr. Im Malzhaus werden es in etwa 30 sein. Komplettiert wird das Programm in Zwickau.
Das Drive-In-Konzert in Kooperation mit Kraus Event am 4. Juli auf dem Flughafen in Zwickau, eben auch nochmal ein Programm mit unseren Künstlern, mit der Cosmic Light Band, ebenso dann da, also ein tolles Programm mit Gästen noch dabei. Und da freuen wir uns sehr, dass wir jetzt wirklich zum Saisonabschluss noch für die Zuschauerinnen und Zuschauer hier ein Programm offerieren können. Karten gibt es ab kommenden Dienstag in unseren Vorverkaufsstellen. Wir erarbeiten gerade die Preise und wir hoffen auf regen Besuch unserer Zuschauerinnen und Zuschauer aus Zwickau, Plauen, der Umgebung und der Welt. Im April 2019 hat der Kreistag des Landkreises Zwickau die Investitionsmaßnahme Neubau Straßenmeisterei in Werdau beschlossen. Die Maßnahme war erforderlich, da sich die jetzige Straßenmeisterei in einem Zustand befand, der nicht mehr sanierungswürdig war. Heute nun gab es dazu den symbolischen Spatenstich. Mit dem entsprechenden Mindestabstand wurde dieser Akt dann vollzogen. Der Architekt muss uns sagen, wo die Erde jetzt hin soll. Ja, ich denke einfach nach vorne. Öffentlich. Alle auf die Kamera. Landrat Dr. Scheurer zeigte sich besonders erfreut, dass es Baufirmen aus dem Landkreis und aus der Region sein werden, die hier zukünftig tätig sind. Das Grußwort kam dann von Werdaus Bürgermeister Sören Christensen. Es ist in der Tat heute ein sehr erfreulicher Tag, nicht nur was das Wetter angeht, sondern vor allem was dieses Vorhaben angeht. Der Herr Landrat hat es schon benannt, wie lange das Verfahren gedauert hat. Ich bin außerordentlich froh, dass wir jetzt in der Tat starten können. Unserem Sender gegenüber erläuterte Landrat Dr. Scheurer noch einmal die Notwendigkeit dieses Bauvorhabens. Der alte Standort der Straßenmeisterei hier in Werdau, Kreizer Straße, ist geteilt durch eine Bundesstraße. Das hat keine Zukunft. Der Standort ist baulich über 100 Jahre alt, das sieht man ihm auch an und es war dringend, dass etwas passiert dazu. Mit der Kreisreform 2008 ist die Aufgabe vom Freistaat auf uns übergegangen, aber nicht die Immobilie. Und so hat es tatsächlich über 10 Jahre Verhandlungen gebraucht, um zu einem Ergebnis zu kommen mit einem Baulastablösevertrag, dass wir an einem anderen Standort bauen können, dafür viel Geld vom Freistaat bekommen. Nun haben wir allerdings festgestellt, dass nach 3 Jahren die Baupreise auch ein Stück gestiegen sind, sodass wir mit einer Summe von 8,5 Millionen jetzt auch mit einigem eigenen Geld als Landkreis dabei sind. Das hat uns der Kreistag aber bewilligt, weil auch ihm klar war, dass wir für gute Straßenbewirtschaftung auch eine gute Straßenmeisterei brauchen. Parfümerie Burger, willkommen im Paradies der Düfte und des Wohlbefindens. Hier werden Sie in gepflegtem Ambiente von Kopf bis Fuß verwöhnt. Unser freundliches, bestens geschultes Team bietet eine individuelle Beratung, ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Mit wenigen Handgriffen zaubern wir ein alltagstaugliches Make-up und heben Ihre natürliche Schönheit hervor. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich in unseren stilvoll eingerichteten Beauty-Lounges verwöhnen. Von Gesicht über Ganzkörperbehandlung mit beruhigenden Massagen bis hin zur Ohrenkerzenbehandlung und Lymphdrainage. Bei uns bleiben keine Wünsche offen. Wir schenken Ihrer Schönheit eine extra Portion Aufmerksamkeit. Auch auf der Suche nach dem passenden Duft sind wir Ihr Ansprechpartner. Parfüm, das Ihre Persönlichkeit unterstreicht, das finden Sie bei uns. Ausgewählte Marken, die es nicht überall gibt, halten wir für Sie bereit. Auch den Geschenkgutschein für Ihre Lieben verpacken wir ganz individuell. Gönnen auch Sie sich jetzt eine Auszeit von der Hektik des Alltags mitten in Zwickau, Parfümerie Burger, in der inneren Plaunschenstraße 29, direkt gegenüber den Zwickau-Arkaden. Mal abschalten. Der Citroën C5 Aircross SUV. Ab 199 Euro im Monat leasen. Citroën. Jetzt auch der Citroën C3 Aircross SUV. Ab 109 Euro im 0% Leasing. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Ja, an dem Haus hängen natürlich meine Erinnerungen, unsere Erinnerungen. Ich habe es damals von meinen Eltern geerbt und mittlerweile ist es natürlich viel zu groß für uns. Und ich möchte schon, dass es in gute Hände kommt, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen, dann sind wir, das Immobiliensender der Sparkasse Zwickau, der richtige Partner für Sie. Wir sind hier für Sie, bewerten Ihre Immobilie und übernehmen Behördengänge. Eine gezielte Kundensuche sichert einen schnellen Verkaufsprozess ohne viele Besichtigungen. Verkaufen Sie keine Immobilie, bevor Sie mit uns gesprochen haben. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Echt erfolgreich zu sein, da brauch ich Werbung. Gut gemacht muss sie sein und gar nicht teuer. Flyer und Briefpapier, auch meine Website. Für mich individuell, so kreativ, genau das, was ich brauch. Meiner Firma geht ja, gut, ja, ich spür den Erfolg. Und daher sag ich, Werbung nur von Hogendorf. Für schnelles WLAN in jedem Zimmer muss man nicht gleich die Wände einreißen. Bei Pure gibt es Internet mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde inklusive Fritzbox und WLAN-Verstärker. Ab monatlich 5 Euro. Jetzt auf pure.com. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop.
Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einem freundlichen Frühlingstag gehen die Temperaturen morgen wieder etwas zurück. Bei Höchstwerten um die 16 Grad scheint überwiegend die Sonne und es ziehen einige Wolken ins Sendegebiet. Am Freitag ist mit einer ähnlichen Wetterlage zu rechnen, Niederschläge sind nicht zu erwarten. Auch am Samstag lässt sich die Sonne öfter blicken, das Thermometer klettert bis auf 16 Grad. Aus heutiger Sicht müssen wir am Pfingstsonntag bei kühlen 14 Grad gelegentlich mit Regenschauern rechnen. Das war's von Tag aktuell für den Mittwoch. Morgen um diese Uhrzeit sehen Sie nicht wie gewohnt Ihr Abendmagazin, sondern die Zwickauer Stadtratssitzung. Und ich kann Ihnen versprechen, es wird mit Sicherheit spannend. Also schauen Sie doch auch da mal rein. Und jetzt verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum Freitag.